Die Rentenanpassung 2023 endet am 26. Juli 2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir befinden uns sozusagen in den letzten Metern der Rentenanpassung 2023. Rund 20 oder ca. 21 Millionen Rentenanpassungsbescheide werden seit dem 17. Juni 2023 versandt und Mitte der 30. Kalenderwoche 2023 ist dann das finale Ende der Rentenanpassung oder der Rentenerhöhung 2023 erreicht. Ich zeige Ihnen das mal, wo das steht. Und zwar hat uns da dankenswerterweise die DHL Group Folgendes mitgeteilt. Und zwar mache ich mal wieder ein bisschen höher. Der Rentenservice der Deutschen Post führt im Auftrag der deutschen Renten- und Unfallversicherungsträger hier die Rentenanpassung durch 2023. Es werden die Rentenzahlbeträge aktualisiert, aber auch die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung nach Vorgabe der Versicherungsträger dann von den Renten neu berechnet. Es werden rund 21,5 Millionen Anpassungsmitteilungen an Rentenberechtigte versandt, davon ca. 1,7 Millionen weltweit in 200 Länder und Regionen. Und meine Damen und Herren, bei dem Versand der Rentenanpassungsmitteilung, da ist auch klar, die ganze Geschichte ging los am 17. oder am 16. Juli. So hat es hier die Deutsche Post mitgeteilt. Hier oben steht 17. Juli. Und der ganze Spaß endet dann. Und zwar wird der Versand aller Rentenanpassungsmitteilungen, hier steht es, bis Mitte der 30. Kalenderwoche abgeschlossen sein. Die 30. Kalenderwoche ist der 24.07.2023 bis zum 30.07.2023. Und wir nehmen die Mitte davon. Das ist also der 26. Juli 2023. Da wird die Rentenanpassung beendet sein. Wer bis dahin, meine Damen und Herren, seinen Rentenanpassungsbescheid immer noch nicht erhalten haben sollte, der sollte da also bitte noch nicht nervös werden, sondern dann im August einfach bei der Rentenversicherung, bei seiner zuständigen Rentenversicherung nochmal nachfragen und fragen, was da los ist. Warum bekomme ich keine Anpassungsmitteilung? Oftmals ist es so, dass Sie schon die höhere Rente Ende Juli 2023 überwiesen bekommen und dann erst vielleicht noch im August so als Nachläufer dann die Rentenanpassungsmitteilung kommt. Es wäre höchst ungewöhnlich, wenn Rentenanpassungsmitteilungen nicht versandt wären. Aber Sie sehen, bei der schieren Masse 21,5 Millionen Anpassungsmitteilungen, das sind Bescheide im Übrigen, gegen die Sie auch Widerspruch einlegen können, kann der ein oder andere Bescheid auch mal hinten runterfallen. Das ist auch in Zeiten der Vollautomatisierung und der Technik möglich. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.